Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten und die, die es noch werden wollen. Da seid ihr in dieser Folge genau richtig. Stimmt, ja. Willkommen zurück bei Final Fantasy IX in der Fossilienmine mit Sailor Cat. Yay! Und ich glaube, letztes Mal ist mir schon ein bisschen der Verstand geschmolzen. Glaube ich auch. Wir hatten nämlich gar keinen Brief für Kupo, sondern der Mogri vorher hatte einen Brief von Kupo. Ja, deswegen war ich etwas verwirrt. Deswegen hatten wir den natürlich auch nicht. Naja, und Kupo hat jetzt aber eine Bitte. Bitte, Kupo! Übergib diesen Brief an Kupo! Nein, nein, nein! Nicht mich! An Kupo mit einem P! Gerne. Danke, Kupo! Ich frage mich ja, wie die Namensgebung bei den Mogris so abgelaufen ist. Also, werden die so getauft und dann hiermit taufe ich dich auf den Namen Kupo? Und dann schreibt da einer Kupo. Nein, 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 der Name kommt noch! Ja, wahrscheinlich. So wie bei den Dinos mit dem Oberältesten, der den Namen gibt und das Baby kriegt dann den Namen AA, ich sterbe, du Idiot. Okay. Ja, weil er in dem Moment, wo er den Namen geben soll, einen Herzinfarkt kriegt und der Schreiber schreibt das einfach so auf. Das ist ein interessanter Name. So, wie gesagt, man kann hier irgendwas relativ Cooles ausgraben, mache ich aber nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch an die Kiste da oben rankomme, aber ich glaube, was mega wertvolles war auch nicht drin. Hast du schon genug, Kleiner? Auf jeden Fall habe ich erstmal genug. Ich habe einen fucking Mogri ausgegraben. Ja. Der sich irgendwie eingemauert hat, um sich zu Nee, verstecken. Moment, hier sind wir schon gewesen. Ja, eingemauert. Ja, stimmt, da war nichts. Eingemauert übrigens, ja, da ist ein Dinosaurierkopf hinter dem Mogri. Man kann es jetzt Ja, leider nicht mehr warum? sehen. Ja, wahrscheinlich hat er den gefressen. Bestimmt. So, jetzt muss ich mal eben schauen, ob ich hier irgendwie diesen Weg wieder zurückkomme. Aber ich glaube, sobald ich das versuche, werde ich hier runtergespuckt. Und noch weiter hoch kannst du nicht? Nee. Also ja, kann ich, aber ich muss trotzdem an dem Maul vorbei. Aber ich glaube, das macht auch nichts. Weil die Gargantula müsste mich trotzdem wieder an einem Punkt bringen, von dem aus ich weiterkomme. Ich habe jetzt nicht den Ausgangsschalter umgelegt, weil ich will noch diese eine Kiste haben. Und hoffe. Moment. Ich glaube, die Kiste ist gerade gestorben. Mach's gut, Kiste. Wir werden nie erfahren, was in dir drin ist. Ja, bestimmt war es jetzt auch nichts Krasses. Ja, Das heißt. ciao, Kiste. Oh, warte mal, eine Idee hab ich sogar noch. Aha! Okay, dann kriegen wir die doch noch. Vielleicht. Safe. Und warum hat jetzt der Ding nicht Wasser gespuckt? Da wir waren doch auch drunter. Ja, die spucken halt nur, wenn man so direkt unter denen drunter ist, aber dass man so unter denen weit drunter herklettern konnte, hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Okay. Das war clever. Ich muss allerdings sagen, ich bin ein bisschen erschöpft im Moment und deswegen ist mein Verstand ein bisschen geschmolzen. Oh, was sind das denn für coole Gegner? Federrochen. Oh, die sind wirklich irgendwie cool. Die haben eine hübsche Farbe. Und sie haben den Neuroseschweif. Wollen wir mal sehen, ob wir die nicht aufessen können. Oh, sie haben einen Jadestein. Wir können aber keine Jadesteine mehr tragen. Wir haben zu viele. Level 4 Sanctus. Das ist eigentlich eine recht coole Fähigkeit. Sanctus ist der mächtigste Zauber der weißen Magie grundsätzlich. Und im Gegensatz zu fast allen anderen weißmagischen Zaubern macht der Schaden. Und Level 4 Sanctus heißt im Grunde genommen, Quina zaubert auf alle Gegner, deren Level ein Vielfaches von 4 ist, eben Sanctus.
Und tschüss, komische Rochen. Es gab aber einiges an Erfahrung. So, wie komme ich jetzt zurück? Da. So, diesmal bitte erst den Schalter umlegen, bevor du wieder einsteigst, Sedan. So, den Notfallschalter umlegen. Vielleicht kommen wir damit zur Notfallkiste. Ich glaube, wenn wir hier jetzt rausgehen, kommen wir zu der Kiste. Ja! Ah, hallo Kisti! Lamias Tiara. Das ist irgendwas, was nur die weiblichen Charaktere anlegen können, glaube ich. Und, Konfus und Levitas. Das sind coole Zauber. Konfus kennen wir ja schon, haben wir selbst schon zu spüren bekommen. Und Levitas ist ein Schwebezauber. Der bewirkt, dass man immun gegen erdelementare Angriffe wird, aber mehr Schaden von luftelementaren Angriffen nimmt. Okay, interessant. Benutzt man nie. Ja, also es ist zwar interessant, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich das benutzen würde. Also es gibt theoretisch ein, zwei Kämpfe, wo es sich lohnen würde, aber da denkt man dann in der Regel nicht dran oder hat ihn nicht. Haben es eigentlich fast geschafft. So, wenn wir jetzt hier... Ja, dann spuckt er uns runter. Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Die sind ein bisschen seltsam, die Wasserspeier. Wenn wir hier von der Seite kommen, macht er zum Beispiel nichts. Also, ja. Ist ja komisch. Wenn man diesen Schalter umlegt, dann kommt man nicht mehr in die Mine hinein, wenn man erstmal draußen ist. Schwarzschürfer, NEV. Wofür steht das N? Okay. Was heißt denn EV? Eingetragener Verein. Dann keine Ahnung, dann vielleicht nicht eingetragener Verein? Nicht, ja, das ist ja Schwarzschürfer, also nicht eingetragener Verein. Das ist eigentlich gut. So, ich glaube, die Gegner haben wir schon mal gesehen. Ja. Oh! Wenn sie die Verdonnerung überleben, macht sie dann sie fertig. Der hat nämlich gerade Trance. Und Quina auch. Boah, wo hast du diesen Schaden gesehen? Nein. Das waren einfach mal 2500 Schaden auf alle. Oh. Krass. Ja, nett. So, das war diesmal Absicht. Jetzt müssten wir fast raus sein. Hoffentlich. Es kommt auch kein Abschlussboss in der Mine. Krabbel, 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 krabbel. Trampel, 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 trampel. Oh ja, das ist der Ausgang. Und hier links ist ein riesiges Insektenfossil. Wo? Was? Auf der Wand, hier links von Sedan. Das sieht nach einem Riesenfalter aus, oder so. Vielleicht ist es Mothra. Oh Gott. Dieses Licht. Hat sich der Nebel etwa aufgeklärt? Nee, Sherlock. Sid hat doch gesagt, hier gibt's keinen Nebel. Ach so. Äußerer Kontinent. Ich lauf mal schnell, weil solange dieser Schriftzug hier ist, kommen keine Zufallskämpfe. So, und unsere Weltkarte hat sich verändert, denn unsere Weltkarte ist jetzt überhaupt mal eine Weltkarte. Und wow. Nicht mehr nur eine Kontinentkarte. Krass. Also wir sind gerade von hier, das ist die Fossilienmine, hier zum Morast der Kuh. Also im Grunde genommen haben wir uns gerade einmal durch die halbe Welt gegraben. Das ist ja krass. Ja, wie klein. Klingt aber doch dann erstaunlich schnell dafür, dass wir uns durch die halbe Welt gegraben haben. Ja, nicht drüber nachdenken. Das ist Final Fantasy Logic. Ja, besser ist es. Und auch das ist ein Gegner, den wir schon kennen.
Ich habe ja gesagt, wenn es Kämpfe sind, die wir schon mal hatten, dann werde ich den den Turbo-Button. Genau. Ich glaube, ich möchte da hinten hin. Ja. Nein! Ja, nein! Schlimm immer diese Zufallskämpfe. Das ist ein Goblin Magus. Und der kann, glaube ich, gar nichts. Er kann sich unsichtbar machen, aber das wird ihn nicht vor Vivi schützen. Wenn er überhaupt eine einzige Runde überlebt. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und tschüss. Finde ich witzig, dass du immer und tschüss sagst, weil und tschüss ja eine Fähigkeit von Zidane ist. Ach so, stimmt. Stimmt, da war was. Siehst du, was ich sehe? Nein. Du kommst gleich drauf. Hallo, Chocobo. Ach so, da sind Chocobo-Spuren. Ja. RIP Zufallskämpfe. Yay. Und. Könnte hier was versteckt sein? Nee, glaube ich nicht. Ich habe ja gesagt, ich werde die Chocobo-Schatzsuche nicht großartig... also ich werde die irgendwann gesammelt erledigen, aber... Edelfäustling. Der hier liegt so auf dem Weg, den musste ich einfach mitnehmen. Juhu. Ich finde, der Chocobo hat auch eine coole Farbe. Ja, das Dunkel... Es gibt den nochmal in Dunkelblau und dann finde ich ihn sogar schöner. Mhm. So, was ist das? Das ist ein Fragezeichen. Ich liebe diesen Ort. Okay. Ich bin gespannt, was das ist. Condea Pater. Es wird eine sprecherische Herausforderung für uns beide. Okay. Jetzt sind wir schon so weit gelaufen, aber wir haben überhaupt noch keinen Nebel gesehen. Was ist das da drüben? Soll das ein Dorf sein? Könnte auch ein Tempel sein. Das Gebäude scheint auf jeden Fall lecker aus. Num. Nicht zu glauben. Denkt ihr eigentlich auch mal an was anderes als an Essen? Nö. Du hast ja auch nur Frauen im Kopf, nicht wahr, Zidane? Genau so ist es. Aber vor allem habe ich nur dich im Kopf, Lilly. Oh. Auch heute wieder keinen Fortschritt gemacht. Ich glaube, das ist ein Junge. Cheerio. Cheerio, glaube ich. Ich glaube, das hier sind alles Jungen. Cheerio. Was ist los? Was sind das denn für... Cheerio? 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 Hey, wartet doch, Cheerio. Was willst du denn? Cheerio ist das heilige Grußwort. Wer das heilige Grußwort nicht sagt, kommt nicht in das Dorf der Orklinge, Condea Pater. Hey, macht mal halt noch Cheerio! Ich glaube, das war übrigens doch eine Frau. Die da hinten, das da hinten. Ich finde, das Kinn sieht so nach Bart aus irgendwie. Aber da stand, glaube ich, Dorfbewohnerin. Oh, ja, dann. Na, aber ich habe es auch zu spät gesehen. Cheerio, sei willkommen, Fremder. Oh Gott, ey, wie oft die das sagen. Quina und die Verkäuferin. Cheerio! Cheerio, Jung! In diesem Dorf gibt es bestimmt einen Haufen leckere Sachen, Jung! Freilich! In Condea Pater gibt es viele Spezialitäten, die uns die Berge schenken. Daher werden wir wahrscheinlich in letzter Zeit so oft bestohlen.
Das ist nicht zu verzeihen, Nom. Jemand, der essen steht, gehört bestraft, Nom. Ja, dass du das natürlich krass findest. Der Ansicht bin ich auch. Du hast hier viele leckere Sachen, Nom. Diesen Granatkürbis würde ich euch für nur schlappe 1000 Gil verkaufen. 1000 Gil ist ungefähr der Gegenwert von einem Äther, einem Trank, der Magie wiederherstellt und der nicht frei handelbar ist in diesem Spiel. Just saying. Ja gut, ist vielleicht dezent viel. Nom? Wieso muss ich Geld für Essen bezahlen, Nom? Aber das ist doch klar! Einfach wegessen ist dasselbe wie stehlen! Huch! Dann bist du etwa der Dieb? Nein, Nom. Ich folge nur dem Pfad des Essens, Nom. Einem Dieb kann man nicht trauen. Verlangt, Nom! Achso. Ich hab nur das untere aus Versehen vorgelesen. Egal. Ich finde aber, das ist schon ein sehr geiler Satz. Naja. Das ist verlangt, Nom! Okay. Ich find's auch gut, wie die alle immer so singen beim Sprechen. Quina und... Was sollen wir also tun? Oh, tauscht ihr neue Rezepte aus, ne? Jemand klaut unser Essen und das ist ein echtes Problem. Ich bin es nicht, ne? Hat auch niemand behauptet. Oder hast du etwa ein schlechtes Gewissen? Nein, auf gar keinen Fall, Nom. Dieses Dorf ist nicht für mich, Nom. Das glaube ich. Wir müssen aufmerksamer sein, dann kriegen wir auch den Räuber. Aber wir halten doch immer unsere Augen offen. Oh! Was ist das denn da? Das ist... Ich spoiler es schon mal, es dauert aber noch eine Weile, bis wir das wirklich erfahren. Das ist Eko. Ah, ah. Ich finde das so geil, wie die alle sprechen. Ja, das heilige Grußwort war im Englischen, glaube ich, Rally Ho. Okay. So, hier der Kaffee. Also es gibt eine YouTuberin, die sagt immer als Begrüßung Cheerio, liebe Leute, aber ich weiß nicht, ob das daher kommt. Nein. Na, wahrscheinlich nicht, aber fand ich gerade lustig. Oh, Quellwasser. Können wir uns geheilt werden? Ich hörte, dass es auf dem südlichen Kontinent Quellwasser geben soll, das einen wieder zu Kräften kommen lässt. Ich kann es gar nicht glauben. Wasser allein ist doch schon ein Geschenk der Götter. Ups, ja, dann nicht. Ja, gut. Plaudertasche Trallamon. Ja. Eine Übernachtung macht 100 Gil, nicht übernachten. Schaut vorbei, wann immer ihr wollt. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was jetzt passieren muss. Also ich weiß, was passieren muss, aber ich weiß nicht, was wir tun müssen, damit es passiert. Ich glaube, irgendwann lösen wir einfach ein bestimmtes... das könnte schon sein. Ach nee. Aber das ist auch lustig. Entschuldigt. Das ist eine Klatschtante. Achso. Für unseren Dänemon müssen wir auch bald eine geeignete Braut finden. Wir schwan jetzt schon Übles. Wenn du wüsstest. Bei dem Aussehen wird er niemals eine Braut bekommen. Da bin ich mir jetzt nicht mal sicher. Es könnte auch ein Mann sein, aber naja, es sieht eher weiblich aus. Keine Ahnung. Wie wäre es zum Beispiel mit dieser Fremden da? Ich hätte da eine Frage. Es ist zumindest ein hübsches Ding. Ich glaube, es ist doch... Keine Ahnung. Ich suche... Die ist doch nur ein Strich in der Landschaft. Die würde die Reise zur heiligen Stätte niemals überstehen.
Eben, eben. Ich habe noch nicht vor zu heiraten. Hm? Heilige Stätte? Tja. Ja, das ist seltsam. Ich sag mal, Leute, die das Spiel kennen, lachen sich jetzt schon ins Fäustchen, aber es dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Oh, Morgonov. Meine Bitte, Kupo. Jetzt wollte ich dann auch schon was zu Sing-Song-mäßig sprechen. Übergib diesen Brief an Susuna. Gerne doch. Danke, Kupo. Bei Morgonov werden wir dann auch mal das Spiel verspeichern. Ich speichere, Kupo. Jetzt will ich echt die ganze Zeit singen beim Sprechen. Das ist schrecklich, ne? Ja. So, und bevor wir zum Schluss kommen für heute, hatten wir letztes Mal gefragt, wer eurer Meinung nach die perfekte Stimme für Beatrix wäre. Und ich würde jetzt schon so gerne wissen, was in den Kommentaren abgegangen ist, weil ich weiß, wie beliebt Beatrix ist. Oh Mann, ja, wir hatten auch gerade eine rege Diskussion mit den verschiedensten Sprechern. Ja, es war sehr schwierig zu überlegen. Wir haben uns dann so ein bisschen geeinigt auf Angela Widerhut. Genau, die spricht zum Beispiel in Salem und Crystal Queen Beryl. Also wer jetzt Crystal nicht kennt, die spricht da Queen Beryl einfach jünger, also hat nicht so eine alte Stimme wie die aus dem 90er-Anime. Und ich fand, das passt ganz gut. Also sie spricht auch andere Rollen, die man kennt. Wen spricht sie noch? Misty? Ja, Misty hat sie früher gesprochen und relativ prominent, sollten also die allermeisten kennen, sie spricht aus Game of Thrones Brienne von Tarth, was ja von der vom Äußeren abgesehen doch auch ein sehr Beatrix-ähnlicher Charakter ist. Ja, stimmt. Also ich denke, das wird sie sehr gut machen. Aber ja, wie gesagt, schreibt doch gern eure Sachen in die Kommentare oder falls euch sonst noch was einfällt. Ja, und ich habe mir wieder keine vorherigen Gedanken gemacht. Lass mal überlegen, stimmt, wen wir jetzt erfragen können. Wer wären, und die fragen wir mal im Doppel, weil ich würde sagen, ja, wir fragen die im Doppel, weil ich glaube, ich würde denen einfach aus humoristischen Gründen dieselbe Stimme geben. Ja. Und ich glaube, du weißt schon, wen ich meine. Ja, wahrscheinlich Son und Son. Ja. Also Son und Son. Ja, wer wäre da eurer Meinung nach die perfekte Stimme? Ich bin sehr gespannt. Gut. Ich auch. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt auch ruhig einen Daumen nach unten. Okay, ich bin für heute raus. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen und ich sag auch ciao.